Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to Games zum zweiten Themendeck. Wir hatten aber beim letzten Mal das Themendeck mit Galar von Pivian. Heute gibt es das Themendeck mit Lauchslot. Und was heißt Galar Lauchslot? Es gibt einfach bloß Lauchslot. Und wir gucken mal, was Schickes drin ist. Das Vampivian-Deck hat ja durch seinen Feuer-Flampivian im Trance-Modus etwas überrascht. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und mal gucken, ob es hier auch noch einige Überraschungen gibt. Wir werden das Ganze jetzt mal öffnen. Viel Plastik, ich habe es schon im letzten Video gesagt, das ist immer so ein bisschen schade. Papierkram, was ihr euch dann angucken könnt, wenn ihr euch das Deck holt. Erklärung ist alles mit dabei, finde ich sehr, sehr gut gemacht, aber ich will jetzt nicht alles zeigen. Ich habe Schadensmarken mit drin, alles drum und dran. Also rund um Sorglos-Paket, wenn ihr anfangen wollt mit TCG. Und muss ich aber nicht jedes Mal bei jedem Opening wieder mit erklären und zeigen. Dann habt ihr die Codekarte mit dabei fürs Online-TCG. Auch sehr, sehr wichtig. Und ihr könnt natürlich am Ende des Videos ein Themendeck gewinnen von beiden. So, Galar Lauchslot. Auch sehr, sehr cool mit diesem Holo-Effekt. Gibt es nur in diesem Themendeck mit den Attacken durch Bohren und Sternensturm. Auch ziemlich stark. Ja, kann man auf jeden Fall machen. So. Gucken wir mal rein. Und natürlich ist das Themendeck auch wieder unten in der Beschreibung verlinkt. Mal abchecken. Und wir haben hier ein Kampf-Themendeck mit Hippotorus. Sehr, sehr cooles Pokémon. Lauchslot. Natürlich klar, als gefeatures Pokémon muss es drin sein. Quartomark ist mit drin. Potas muss auch drin sein. Ja, Galar Porenta, das brauchen wir. Denn ansonsten haben wir keinen Lauchslot. Haben wir hier noch den Vogelprofi. Humanolith ist mit drin. Okay, Dicta. Dictri. Mogelbaum. Irgendwie, wartet mal, fehlt doch noch eine Münze. Leute. Ich hatte ein Themendeck ohne Münze. Man hat mich um meine Münze betrogen. Nein. Man hat mich um meine Münze betrogen. Schade. Also, normalerweise ist da eine Münze noch mit drin. Hier jetzt gerade nicht. Okay, komisch. Keine Ahnung. Hippopotas nochmal. Hippotorus. Manolith. Quartomark von mir. Pokémon. Ja, sehr cool. Quartomark ist ja das Support-Pokémon. Ziehe zwei Karten, genauso wie Muggelbaum. Muggelbaum auch Support-Pokémon. Doppelstampfer. Ja. Ich schaffe. 70 Schaden für zwei Energie ist auch sehr gut. Sporer. Okay, wir haben auf jeden Fall ziemlich coole Pokémon dabei. Jetzt nicht die krassen Überraschungen wie bei Vampivian. Aber trotzdem ist es allen allem ein sehr, sehr cooles Kampfteam. Der kann vielleicht noch ein bisschen Power gebrauchen, eventuell. Eventuell würde ich vielleicht sogar Dicta und Dictri rausnehmen. Das ist jetzt nicht so. Meins aber ansonsten mit Hippoterus und Quartomag macht das schon einen sehr, sehr soliden und guten Eindruck. Also wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr sagt, okay, ich will ein Kampfthemendeck jetzt für die nächste Zeit mal testen und spielen, holt euch gerne, ihr könnt das Ganze auch online testen, online damit spielen gegen andere. Ist also sehr, sehr praktisch und ihr wisst ja, wie es läuft bei uns. Alle Themendecks und sowas bekommt ihr, wenn ihr sie im Doppelpack kauft, immer ein paar Cent oder Euro günstiger. Ist in der Beschreibung natürlich verlinkt, sowohl einzeln als auch zusammen. Und ihr habt natürlich die Chance, wie im letzten Video schon, das Themendeck zu gewinnen. Schreibt einfach einen Kommentar unten rein, und zwar mit "Ich möchte gewinnen". Oder schreibt ihr einfach mal rein, welches von beiden Themendecks ihr euch eher kaufen würdet, welches ihr interessanter findet, cooler findet für eine Pokémon. Und das war's schon, mehr ist es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Könnt ihr natürlich auch gerne schreiben, was ihr in euren Pokémon-TCG-Packs gezogen habt. Interessiert uns natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn ihr sie euch, also wenn ihr euch die Packs holt und uns schreibt, was ihr dann gezogen habt. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.